Frau Professor Habeck, der ASCO 2020 läuft zurzeit virtuell und wir haben Daten zum HER2-positiven Hormonrezeptor-negativen Mammakarzinom. Es gab die HER2-CLIMB-Daten mit Tucatinib, was ja scheinbar speziell auch bei Hirnmetastasen wirkt. Ja, das ist eine interessante Studie. Die haben wir auch schon in San Antonio gesehen mit den Hauptdaten. Das ist ein Patienten, die schon viele Vortherapien hatten, also Pertuzumab, T-DM1 und dann randomisiert wurden Capecitabine plus Trastuzumab versus Capecitabine, Trastuzumab und Tucatinib, das Ganze placebo-kontrolliert. Und man hat gesehen, dass durch diese Dreierkombination nicht nur das progressionsfrei, sondern auch das Gesamtüberleben verbessert werden konnte. Und die Substanz ist mittlerweile auch in den USA zugelassen. Was jetzt hier auf dem ASCO gezeigt wurde, war eine interessante Untergruppenanalyse von etwa 300 Patientinnen, die zu Beginn der Studie Hirnmetastasen hatten, davon etwa 60% aktive Hirnmetastasen, also die einer Therapie bedurften oder noch gar nicht behandelt worden waren. Und die anderen 40% waren stabil, also schon behandelte Hirnmetastasen. Und was man gesehen hat, war, dass durch das Tucatinib die Ansprechrate im Kopf auch verbessert wurde, fast überverdoppelt wurde und dass Patienten mit aktiven Hirnmetastasen auch eine Verlängerung ihres progressionsfreien Überlebens im Kopf wie auch des Gesamtüberlebens hatten. Und ich denke, das sind ganz, ganz spannende Daten. Bei den Patienten, die stabile Hirnmetastasen hatten, war das progressionsfreie Überleben für die Hirnmetastasen auch verlängert. Allerdings der Einfluss aufs Gesamtüberleben kam da nicht ganz so deutlich raus. Und der zweite interessante Aspekt war noch, dass man auch gesehen hat, wenn während der Tucatinib-Therapie Hirnmetastasen progredient wurden und man die Therapie einfach weitergegeben hat, dass das für die Patienten auch vorteilhaft war. Das heißt, es scheint hier wirklich so ein kleines Molekül zu sein, was auch im Kopf wirkt. Und das ist ja nicht für alle Medikamente, die wir einsetzen, gegeben. Also insofern halte ich das für einen großen Fortschritt. Ich hoffe, dass die Zulassung in Deutschland auch bald kommen wird. Und ich möchte jetzt davor warnen, dass alle Patienten mit HER2-positiven Hirnmetastasen ihre Therapie umstellen lassen. So weit kann man nicht gehen. Wir wissen ja, dass Patientinnen, die sehr stabil sind im Körper und nur im Kopf neu aufgetretene Metastasen haben, die dann auch bestrahlt werden können, dass die auch einen Überlebensvorteil haben, wenn sie die bessere Anti-HER2-Therapie haben, also T-DM1 oder duale Antikörperblockade. Das heißt, ich würde das Tucatinib in der Rolle sehen, wo neue Hirnmetastasen auftreten und die Ärzte meinen, man muss die Therapie umstellen, dann ist das sicherlich eine Substanz und da kann man auch überlegen, ob man mit der Krankenkasse spricht, dass sie das außerhalb der Zulassung bezahlen, weil die Daten sind wirklich sehr gut und das ist eine sehr schwer zu behandelnde Erkrankung. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir haben in Deutschland ja auch andere neue Anti-HER2-Substanzen, das Trastuzumab deruxtecan, das ist so ein kleiner Antikörper Trastuzumab mit einer Chemotherapie dran gekoppelt. Das läuft in Studien im Moment und auch da weiß man oder hofft man, dass das bei Patienten mit Hirnmetastasen gut wirkt, weil ja die Blut-Hirn-Schranke da auch durchlässig ist. Also insofern, man sollte versuchen, heute mit einer HER2-positiven metastasierten Erkrankung in eine der offenen Studien reinzukommen. Und auch zum Tucatinib sind Studien in Deutschland geplant. Und ich denke, da tut sich sehr, sehr viel. Und das ist wahrscheinlich die beste Nachricht von diesem ASCO, dass gerade bei der HER2-positiven Erkrankung viele neue, sehr wirksame Medikamente kurz vor der Tür stehen. Vielen herzlichen Dank. Gerne.